Hi Leute, willkommen zurück und ja, ihr könnt euch auf einen epischen Bosskampf freuen. Yay, yay, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe. Wobei, ihr meintet ja, der wäre ein bisschen nervig. Oh. Hopp, auf jeden Fall wollen wir hier in die Mitte. Kommen wir auch leicht. Und dann hier rein. Und wir heben diese Plattform ein bisschen an. Heben wir diese Plattform ein bisschen an? Ah? Na? Na, nicht ganz. Wir heben was anderes an. Schupp. Nice. Und damit können wir hier hoch. Summ, summ. Dass Link nicht schlecht wird, ist auch ein Wunder, aber okay. Link wird nie schlecht hier. Gibt's hier noch ein Herz? Ja, thank you. Gibt's hier sonst noch mehr Feen? Nein, oder? Nö, natürlich nicht. Das andere war der Feenspot, den es immer vor dem Bosskampf gibt. Ich würde sagen, go! Ohne lange zu verzögern. Ha. Schüpp. Und ich habe sogar den Tempel, auch wenn er jetzt 5 Episoden gedauert hat, relativ schnell hinter mich gebracht. Ich bin nur einmal kurz gehangen. Wegen dem vierten Geist. Ich glaube, das war okay. Ja, ha. Ihr seht da schon, was da unten liegt. Das kann nichts Gutes werden, richtig? Richtig. Kaum zu glauben, dass du den Weg hierher überlebt hast. Man nennt dich nicht umsonst den Held. Und doch, welch ein Jammer, wirklich bedauerlich. Dies wird leider das letzte Mal sein, dass wir uns begegnen. Oh. Und damit hat der Boss auch gleich seine Schwachstelle. Aber leider auch ein bisschen Leben bekommen. Ein bisschen Leben. Ja, ein bisschen. Meine Hand juckt. Der mit Bremme. Bremse, wie auch immer man sie nennt. Aber sie ist nervig. Eine Fliege. Oder eine Schnarke könnte es auch gewesen sein. Skeletulor. Oh-oh. Was man auf jeden Fall machen möchte. So. Haha, und ich finde das so cool. Au. Ach so, stimmt, das gab es auch. Dann sollte ich wohl am besten in die andere Richtung, richtig? Damit ich den Dingern ausweichen kann, weil die sind sowieso schneller als ich. So. Nein. So rum. Hopp. Und so, da kann man nämlich hingegen. Haha. Bam. Tja, eine Wirbelsäule. Egal welches Tier, solange es eine Wirbelsäule hat, gibt es eigentlich wenig Tiere, bei denen das jetzt nicht unbedingt die Schwachstelle ist. Ach, damit. Immer diese Gegner, die sich mir in den Weg stellen. Nervige kleine Viecher. Wir sollten hier weg. Oh. Damit. Okay. Nochmal. Hopp. Ah. Das war doof. Das war ein kleines bisschen doof. No. Not now. Yay. So, über 2 Ecken können wir ihm wieder ein bisschen Wirbelsäule wegnehmen. Der Arme. Das ist sicherlich nicht so angenehm. Die Wirbelsäule einfach mal wegbekommen. Wow. Dem möchte man auf jeden Fall ausweichen. Nein, damit. Ah, ich wollte nochmal von jemandem weg. Hopp. Come on. Ah. Oh je. Okay, kann ich denn eigentlich auch noch anders? Ich kann ja das Ding nicht verwenden. Das heißt, ich habe jetzt ein Problem. So vielleicht? Dann gleich natürlich wieder den Dings auswählen. Come on. Nein, das bringt nichts. Komme ich hier wieder irgendwie raus? Oder bin ich jetzt gerade verloren? Doof. 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 Tut das ja nicht. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Okay, nochmal. Hopp.
Au, das war natürlich genauso doof. Ich bekleckere mich gerade nicht mit rum bei dem Bosskampf, obwohl ich gesagt habe, dass er nicht so schwer ist. Habe ich das gesagt? No. Okay. Noch mal eine Runde. So. Ach, damit. Au. Okay. Sup. Hier auf jeden Fall mal rumlenken. Damit. Das war beinahe richtig. Beinahe richtig muss auch gelten. Na. Come on. Hier entlang, hier entlang. So. Nice. Und damit hätten wir die erste Stufe geschafft. Die erste Stufe? Werdet ihr euch jetzt fragen? Das war es natürlich noch nicht. Das war es natürlich noch nicht. Hätte man, glaube ich, auch so sehen können. Schüpp, schüpp, schüpp. Hier ist nämlich jetzt ein bestimmter Kopf. Und der hat irgendwie immer noch sein Schwert drin. Hm. Was mit dem Kopf machen, werdet ihr euch jetzt sicherlich fragen. Tja, ich glaube, wir sollten mal unser Ding da reinstellen. Und erstmal diese Plattform hier bewegen. Wenn ich nicht weiß, wie Link das hinbekommt, durch reine... Also wie Link überhaupt seinen Kreisel hier aufdreht, ist natürlich fragwürdig. Joa. Bom. Und jetzt hat sich die Arena ein bisschen verändert. Aber das interessiert ihn nicht. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als hier runter zu gehen. Autsch, das war fies. Aber wir sollten einfach mal hier dran gehen. Und den Teil finde ich richtig cool von dem Bosskampf. Der andere war tatsächlich ein bisschen nervig. Aber der hier wird cool. Jetzt dürften dann gleich Kreisel auftauchen. Oder müssen erstmal ausweichen, stimmt. Rüber. 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 Au, damit. Beinahe, beinahe. Ja, beinahe tatsächlich. Ich muss tatsächlich noch mehr ausweichen. Ich habe irgendwie nicht mehr drauf dran gedacht, dass man nochmal eins ausweichen muss. Aber okay. Passt schon. Das kriegen wir noch hin. Ich glaube, ich sterbe hier tatsächlich nicht. Hab noch relativ viele Herzen. Und wenn ich nicht so blöd bin und die Wasserrüstung anziehe, ist Sterben, glaube ich, sowieso nicht so leicht. Komm on. Ich muss, glaube ich, später springen. Komm. Bam. So war das nämlich. Genau. Bam, bam, bam. Weiter, weiter. Damit. Okay, mehr kriegen wir auch mal nicht hin. Das heißt, nächste Stufe. Habe ich ihm jetzt schon mehr Damage gemacht? Aber jetzt kommen auf jeden Fall Kreisel. Wo auch immer die herkommen. Keine Ahnung. Die waren vorher noch nicht da. Aber gut. Das Problem ist ja, diese Kreisel, diese Ringe bleiben stationär. Nur diese hier gehen nach oben. Deswegen muss man links bleiben. Das rechts sind tatsächlich einfache Kreise. Und jetzt wird das Ganze schon ein bisschen anspruchsvoller. Und einfach noch, auch noch Kreisel hier ausweichen muss auf dem Weg nach oben. Ab. So, nochmal. Yay. So. Achso, das kann man natürlich auch angreifen. So könnte es schneller gehen. Müsste eigentlich schneller gehen. Hm, vielleicht ein bisschen. Keine Ahnung, wir brauchen trotzdem 3 Versuche. Also macht es nicht so viel aus. Jetzt kommen auf beide Seiten Kreisel. Jetzt wird es ein bisschen mies. Wenn man manchmal rüberspringen muss und nicht unbedingt weiß, was sich im Ringmann landet hier. Ja, jetzt hat es gerade noch gepasst. Man kann in der Regel gleich wieder rüberspringen, deswegen ist es nicht so schlimm. So. Bam, 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 bam. Ach, come on. Gleich wieder rüber. Aber man verliert halt hier etwas an Höhe, das ist das Problem. Jetzt sind alle Kreise wieder weg. Okay. Game. Wenn das deine Logik ist. Wow. Wir sind hier relativ tief. Aber gut. Passt.
Yay, nur noch zwei Schläge. Ich glaube, wenn ich von Anfang an mit dieser Artechnik, also Sprungangriff angegriffen hätte, hätte es gepasst. Aber gut. Bam, bam. Das war's. Und er verschwindet irgendwo hinterm. Yay. Und das Schwert zerbricht in ein Herz. So wie es sich gehört. Und da geht's dann weiter. Und ja, jetzt beginnt ein ganz neuer Teil des Spiels. Yep, genau deswegen. Herzcontainer! Wuhu! Und ich würde sagen, los geht's in den nächsten Bereich des Spiels. Weil wir ihn eigentlich ja schon hart haben, boah. Spiel speichern, nicht während der Aufnahme, nein. Wäre doof ein bisschen. Jetzt sind wir nämlich wieder außen. Wie cool ist das denn? Ich mache mal ein bisschen Licht an, damit wir diese Dinger hier sehen. Schupp. Hier sind ein paar Löcher am Boden, aber gut. Da geht's offenbar rein. Und die geile Wüstenmusik ist hier wieder. Und sieht so aus, als ob das hier der Wüstenspiegel ist. Spiegelkammer. Aber irgendwas fehlt hier. Hm. Oh. Okay. Yep. Ein Schattenportal, wie es sich gehört. An einer sehr wichtigen Stelle. Zip. Komisch, dass man nicht vor dem Tempel eins hat. Aber ich glaube, in der Nähe hat man eins. Aber okay. Wie viel sind das? 5. Erstmal 2 hier. Kriegt die anderen zusammen irgendwie. Hier hin. Bam. Okay. Kommt du her, bitte. Kommt ihr her. Und du auch. Kommt. 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 Das dürfte ausreichen. Yay. So macht man das, Leute. So macht man das, Leute? Wenn schon dann. So macht man das, Leute. Oder so. Hm, falsche Betonung. Egal. Schupp. Ganz viele Herzen. Brauche ich aber nicht. Was ich brauche ist. Das neue erhaltene Item natürlich. Der Tempel wird garantiert einen Schutzmechanismus haben, damit man. Ja, den Tempel davor auch machen muss. Schupp. Schupp. Das erinnert immer noch an den Geistertempel. Aber offenbar gibt es hier einen kleinen Mechanismus, der die Spiegelkammer etwas heben wird. Wow. Boah, voll cool. Immer noch 3 Tempel vor uns. 3 richtig geile Tempel. Und dann eigentlich noch einen 4. Tempel, wenn man es dazu zählt. Könnte man zumindest dazu zählen. Irgendwie ist es wie ein Tempel. Oh, das scheint der Schattenspiegel zu sein. Sieht nicht gut aus. Midna, alles in Ordnung? Oh. In den Schatten lauert eine böse Kraft. Sie bringt uns Finsternis und Elend. Ihr Auserwählten, die das Schicksal hierher geführt hat, hört uns, ihr Träger des Siegels des Göttinnen, der Göttinnen. Wir sind die Weisen, die im Auftrag der Göttin Hyrule seit ewigen Zeiten über den Schattenspiegel wachen. Doch der Schattenspiegel, den ihr sucht, wurde durch böse Magie zerbrochen. Diese Magie ging von einem aus, der eine dunkle Kraft besaß. Sein Name ist... Ganondorf. Yay. Auch er macht in diesem Spiel einen
Ein Auftritt. Yay. Er war der Anführer der Räuber, die in Hyrule eindrangen, um die Gewalt über die heiligen Städte zu erlangen. Da er über die dunkle Kraft verfügte und in Magie bewandert war, wurde er weithin gefürchtet. Nur eins war ihm nicht bewusst. Wer sich der Gefahr nicht bewusst ist, die außergewöhnlichen Kräfte mit sich bringen, entwickelt immer eine verborgene Schwäche. Jedoch... muss es wohl eine Laune der Göttin gewesen sein, dass auch er über eine besondere Kraft verfügte. Oh. Oh oh. Da bleibt wohl nur noch eine Wahl. Sieht auch aus irgendwie wie das Zeitportal aus Skyward Sword. Ganz cool. Oh je, Einer ist draufgegangen dafür. Sein Hass und seine Gier verwandeln sich in einen dunklen Fluch. Und die dunkle Magie dieses Fluchs muss dann auf Zanto übergegangen sein. Den Schattenspiegel endgültig zerstören kann nur ein anerkanntes Oberhaupt des Schattenvolks. Jetzt aber hat Magie den Schattenspiegel zerbrochen und seine Scherben warten überall in Hyrule darauf, wiedergefunden zu werden. Eine befindet sich auf eisigen Gipfeln. Eine ist in einem heiligen Hain aus alter Zeit. Die dritte findet sich irgendwo in den Wolken. Ihr seid von den Göttinnen auserwählt, also wird es euch sicher gelingen, diese drei Scherben des Spiegels zu finden. Doch seid auf der Hut, auch den Spiegelscherben wohnt magische Kraft inne. Wir werden sie finden, keine Sorge. Oh, das geht noch für eine Episode. Ich würde sagen, das war's dann von mir. Ja, ich muss die Episoden ja kurz halten, sonst wird's knapp. Ja, falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß in meinen anderen Let's Plays. Ciao, Leute.